Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wieder im dunklen Morast der Verzweiflung. Und diesmal werde ich mich einem ganz besonderen Gast widmen. Und das ist der nächste Boss. Der nächste Boss steht an. Und ich muss ehrlich sein, ich bin gerade in einer etwas angekratzten Stimmung. Da dachte ich mir, ja, wieso nimmst du jetzt nicht Dark aus? Was könnte wohl schief gehen? Gar nichts. Gar nichts kann schief gehen. Überhaupt nichts. Nein. Also, go, go, go. Das packe ich schon irgendwie. Komm schon. Vergifte dich nicht, du bist vergiftet. Ist mir jetzt scheißegal. Wisst ihr was? Das ist mir scheißegal. So. Der Boss befindet sich da hinten auf dieser Anhöhe. Man siehe dieses kleine Loch, was da ist. Und diese lustigen Gesellen mit den großen Steinen über den Kopf sind Leute, die es nicht mögen, wenn man in ihr Zuhause einbricht. Tja, da ich aber ein sehr gewiefter junger Mann bin, gehe ich einfach an ihnen vorbei. So, ich hoffe, die werfen jetzt nicht doch nach mir. Das wäre unpraktisch. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Oh Gott, wie kann das nur möglich sein? Mal so nebenbei, ich hätte auch meine Menschlichkeit wiederherstellen können. Dann hätte ich da hinten einen Phantomgeist beschwören können. Den könnte ich dann zur Hilfe anrufen gegen diesen Boss. Das ist ja verboten, deshalb strenge ich mich auch nicht an. So. Hier sind wir vor der Nebelwand des Grauens. Soll ich mich noch heilen kurz? Ja, wieso nicht? Gönn dir. Geil. So, und rein mit mir. Genießt die Show. Also ich weiß ja nicht, worauf ich jetzt schauen soll, wenn die da so ominös nach oben gehen. Aber okay. Gesicht ist unwichtig. Haben sie recht. So, wir haben eine Chaos-Hexe namens Kelak. Und ich brauche, glaube ich, nicht... Autsch. Ich brauche, glaube ich, jetzt nicht... extra sagen, dass Feuer gegen die nicht sehr effektiv ist. Ach ja, und dieses Ding kann Feuer kotzen. Ist es gegen, ja, ich frage mich gerade, ob das gegen Gift immun ist, denn ich versuche das gerade verzweifelt zu vergiften. Dann könnte ich es einfach die ganze Zeit rum... Okay. Ich hab's verstanden, du bist gegen Gift immun und ich sollte diesen Scheiß lassen. Ja, ich hab, die Botschaft ist angekommen. So, aber was mache ich jetzt? Das sind meine besten Waffen gewesen und sie funktionieren nicht. Hier, nimm das Wurfmesser. Oh Gott, ich bin so ein Spezialist. Ah! Okay, dieser Boss geht mir jetzt schon richtig auf den Sack. Richtig. Mach es. Ist mir doch egal, dass hier überall Feuer liegt, wo ich nicht mehr hingehen kann. Okay. Ganz ruhig. Das schaffst du noch. Das ist alles gar kein Problem. So, wir nehmen den Nahkampf. Wir wählen den Nahkampf. Alles klar. Das hat ja schon fast gut geklappt. Okay. Alles klar. Okay, Nahkampf ist aber auch sehr risky, muss ich sagen. Wenn er jetzt aber hier so schön seid... Wow!
Okay, dieser Boss hält mir viel zu viel aus für meinen Geschmack. Oh Gott, das ist viel Lava. Viel Lava. Könntest du mal bitte weniger mit deinem Säbel schwingen? Aua. Ach komm. Das war ja wohl lächerlich hier. Ja. Es ist viel Feuer in diesem Spiel. Man könnte so aufhören zu kotzen. Ey. Das ist echt... Guck mal, da kann ich nie wieder hintreten. Naja, doch nach einer Zeit. Na, aber es ist schon eine geraume Zeitspanne, die hier vergehen muss, bevor das hier weg ist. Aua. Ach ja, das kann sie auch noch. Vollkommen ausrasten. Ach, und ich hab schon keine. Oh, das hat mich erreicht. Stimmt ja, Feuer macht keinen Schaden. Oh. Ja, und das war das. Der Anfang vom Ende. Ach du Scheiße. Ich mach dem ja so viel Schaden, diesem Viech. Egal. Ein neuer Tag, ein neuer Versuch. Ein neuer Tod. Ich bin vergiftet, das ist no problem. Schön, dass hier auch alles mit Feuer zu ist. Leider habe ich noch nicht den Feuerresistenzring zur Verfügung, der mir in diesem Kampf ja schon sehr behilflich sein würde. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den bekomme. Ich glaube, bei einem späten Händler. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den jetzt schon kaufen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich glaube es nicht. Vielleicht hätte ich doch auf 10 Estus Flask aufwerten sollen, dieses Leuchtfeuer. Jetzt muss ich das mit 5 machen. Ach du Scheiße. Na, selber schuld, sage ich da. Was mache ich da auch? Wieder für einen Dreck. Komm, ich mache jetzt mal... Da Feuer ja nichts nützt, wie wär's mit Blitz? Hä? Blitz, Blitz. So ein bisschen Blitz ist immer geil. Die kleine Prise. So, ich muss aber jetzt meine Menschlichkeit wieder bekommen, ne? Das geht ja nicht. So, tschüss. Vielleicht ein andermal. Du bist jetzt doch nicht so attraktiv, dass ich jetzt direkt sterben möchte. Oh. Du willst direkt hier den Nahkampf? Das ist echt lächerlich. Wie wenig Schaden ich der mache. Aber okay. Das liegt alles noch in meinen Berechnungen drin. Das wiederum nicht. Schade. Wie soll ich die angehen? Wie soll ich die angehen? Das wird garantiert lang, hart und Methoden erfreut, besät, kaputt gemacht. Ach Mann. Das wird so anstrengend. Ach komm. Ach komm, ich habe ja auch nur einen Ring. Den Ring des bösen Auges. Und der ist kacke. Gegen Bosse. Wohlgemerkt, gegen Bosse. Weil mich heilt, ist er geil gegen alles andere. Aber für Bosse ist er eigentlich praktisch nutzlos. Aber welcher Ring würde mir jetzt helfen? Nur der Feuerresistenzring. Wo ich nicht weiß, ob ich den jetzt schon haben kann oder nicht. Egal. Das wird durchgezogen. Und ich werde, glaube ich, wieder cutten müssen. Ohne Ende. Ohne Ende werde ich das müssen, ey. Verdammter Mist. Das kann ja ein Fest werden, sage ich euch. Das wird ein richtiges Fest. Lalalala. Und auf ein neues.
Yay! So, ich mach das mal. Ich versuch das mal. Mit dem Goldharz. Was? Der kann seine Sprungrichtung ändern? Schieb! Ach so! Coole Geschichte. Alter Schwede. Hat sie mich im Sprung einfach so zerschnetzelt. Was sind denn das für Manieren für eine Dame? Hallo? Ach ja. Ist das wieder schön hier. Damit habe ich all meine Seelen und die Menschlichkeit verloren. Das ist kacke. Aber dann kann ich mich ganz auf den Kampf konzentrieren. Und dann direkt am Anfang richtig ausrasten. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich richtig ausraste. Und nicht versage. Wie es wahrscheinlicher ist. So. Auf mit dir. Mein hübscher Junge. So. Hier bin ich in Kelax-Sphäre. Sphäre, Sphäre, Sphäre. So. Hier, übrigens, diese Dinger sollte man nicht kaputt machen. Da kommen tausende bösartige Maden rein, die unheilig viel Schaden machen. Und ja, auch noch schwer zu treffen sind. Was will man mehr, ey? So, mal sehen. Naja. Ich mach zwar mehr Schaden, aber... Oh! Ich hab nicht aufgepasst. Und das war die super krasse Attacke. Ach du Scheiße. Kratzt sie zwar nur an, aber selbst der mit dem Kratzedolch kann irgendwann einen erwachsenen Mann da erlegen. Irgendwie so war das. Mach deinen Sprung, komm! Nicht? Nee, er kotzt direkt. Da 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 da. Zu kotzen? Dankeschön. So. Da kann man immer 200 Schaden gut reinhauen und dann macht sie seine ihre Explosion. Weil sie es nicht mag, wenn ich an ihrem Hintern rumschnüffle. Zack, nach hinten ausgewichen, sage ich doch. Diese Musik könnte besser sein. So, hier ist die Lava, alles klar. Ich habe aufgepasst. Die Lava ist jetzt hier langsam zerflossen. Sehr gut, jetzt kann ich hier wieder kämpfen. War es nur ein Feuerball für mich? Oh nein, nicht das schon wieder. Okay. Gib's mir. So. Eine Wundertüte für den Herrn. Dann macht sie das schon wieder. Was? Zweimal verfehlt? Das ist kacke. Ach, fuck.
Oh Gott, ich mach die seitliche Rolle genau dahin, wo sie auch hingeht, ey. Scheiße. Naja, immerhin 100 Schaden. Bin ich okay. Was ist das eigentlich für ein Viech und wieso ist es so mächtig? So, die Lava ist hier tatsächlich schon zerflossen. Sehr geil. Ah, kotzt für mich. Ach so. Der unvorhersehbare Seitenkotz. Könntest du auch mal wieder kotzen? Das ist ja unglaublich, wie oft du diese Schwertattacke hier machst. Tja, machst du auch noch was anderes. Ich dachte, das wäre zufallsbedingt, was du hier machst. Jetzt konnte ich gerade leider nichts machen. Oh, Explosion. Nein? Okay, das habe ich... Ich dachte, das war jetzt die Bewegung für die Explosion. Ist das stressig. Mein Gott, ich will nicht dieses scheiß Schwert. Ich will das da. Mein Gott, ich habe jetzt schon wieder fast alle Heiltränke verbraten und sie hat noch nicht mal Hälfte Leben. So, jetzt muss ich erstmal wieder aufpassen. Hier ist keine Lava, geil. Ach ja. Wie haben sie diesen Körper eigentlich da auf den Körper drauf gemacht, auf den Spinnenkörper, diesen weiblichen Körper? Endlich mal wieder. Oh. Gefällt mir nicht. So. Kotze wie für mich? Nein, du schwingst für mich. Fuck. Nein, nicht schon wieder das, der Scheiß. Was? Was? Schwachsinn. Jetzt habe ich keine Heiltränke mehr. Ich könnte eigentlich noch meine Menschlichkeit als Heiltränke benutzen. Das ist mit gewissen Risiken verbunden. Hier ist überall Lava, ne? Scheiße. Wie oft machst du bitte noch die Sprungattacke, ey? Ich hasse dein Schwert. Mit Geduld und Spuck. Hallo? Hier bin ich. Was machst du da? Bullshit machst du. Ja, komm. Ah ja. Wow, ich habe einen Hit wieder mal gelandet. Echt geil. Ha, das wäre fast mein Ende gewesen. So. Was ist das schon wieder? Ja, ist okay. War lang nicht mehr. Oh nein. Ist hier auch keine Lava, bitte. Nein. Ah, ja. Oh. Ist nur ein Feuerball, scheiße. Ich will dieses ausgedehnte Kotz.
Ach, jetzt macht er es oder was? Ach, du bist doch kacke. Immer dann, wenn ich es am meisten gebrauchen kann. Danke. So, komm her. Come at me, bro. Da bin ich, war ich mit dem Rücken zur Wand, ey. Hat mich ein bisschen besorgt, tatsächlich. Ja, mach du mal. Ah. Endlich mal wieder. Oh, der Seitenkotz. Ausgewichen, sage ich da. Ausgewichen. So. Alles klar. Ah, dein Schwert, das gibt's auch noch. Du musst es auch mal wieder. Ist die Lava da hinten schon weg? Nicht ganz. Oh, ausgewichen. Scheiße, Mann. Weich doch nicht meinen armseligen Attacken aus. Ich bin's doch gar nicht wert. Was macht, wieso macht er es da hinten? Ich weiß, dass du das kannst. Jetzt komm schon. Puh. Ja. Alles klar. Ah, jetzt machst du einen ausgedehnten Kotz. Gerade jetzt, wo ich in keiner Position bin, dich hier wirklich anzugreifen. Clever, Mann. Clever. Aber auch sehr ärgerlich, muss ich sagen. Oh! Das war schon fast zu knapp. Ein Feuerball nur. Komm schon. Wieso wird dein Schwert eigentlich so riesig? Seht euch das an. Feuerschwert hin und her, das ist zu viel. Nerf, nerf. Komm. Du willst es auch. Spuck. Spuck das Zeug. Genau so. Du hast es doch in dir. Der Seitenkotz. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Ja. Wieder das Schwert, komm schon. Sobald ich keine Heiltränke mehr habe, bin ich konzentriert, oder was? Komm schon. Wo drin drehst du dich schon wieder? Ah, das verwirrt mich immer wieder. Nein, ich bin gefangen. Oh, ich habe das überlebt. Ich habe es aus irgendeinem Grund überlebt. Alter Schwede. Dabei, ich wurde von den Beinen geblockt. Ich dachte, ich wäre tot. Jeder von euch dachte das. Seid ehrlich. Jeder von euch dachte, ich wäre tot. Aber nein. Eine Glücksfee ist mir immer noch treu. Komm schon. Komm schon. Könntest du bitte aufhören, mit dem Schwert rumzuspielen? Hey, keine Lava mehr. Nirgendwo. Geil. Das muss ja, das heißt, es gleich wieder. Oh, du mit deinem Ausweichen, ja. OP. Das darf ein Boss nicht können. Ausweichen. Ja, was machst du jetzt? Das schon wieder? Ja, okay. Ja, ein einzelner Feuerball. Kotz mal wieder richtig rum, so. Oh, oh, das war die falsche Ausweichung.
So, komm her, Mann. Ich kann es nicht erlauben, jetzt irgendeine Scheiße zu bauen. Jetzt machst du wieder schön die Krallen in den Boden stampfen. Fein, hast du was gemacht. Ach du Scheiße, was war das denn? Ja! Yeah. Was? Der letzte Gewalt ins Leere? Scheiße! Okay. Ich hab's fast geschafft. Ich darf jetzt nur keine Scheiße bauen. Wie ich es sonst immer zu gedenken pflege, wenn es irgendwie knapp wird. Komm schon. Das war jetzt nur ein Feuerball, aber... Puh. Wenn ich das getroffen hätte, ne, wäre ich gefickt. Ja! 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 Mann! Ja! Der erste Boss. Nur mit Peitsche. Ja! Ja! Dieser Triumph. Er ist so schön. Er ist so süß. Er ist so süß. Ich verabschiede mich, meine Damen und Herren. Und da hat sich mal gezeigt, wenn ich auf Serious schalte, dann kann ich tatsächlich was in diesem Spiel. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.